Wie ihr seht, ist die Bindung noch nicht ganz fest eingestellt. Der Metallstab ist noch nicht durch die Öse gezogen. Wir gehen mit dem Fuß in die Bindung und ziehen die Bindung so nah wie möglich zum Fußgelenk. Als nächstes ziehen wir den Bindungshals so stark wie können durch. Und an der engsten Stelle befestigen wir die Bindung in der Öse, die dazu passt. Das gleiche wiederholen wir jetzt mit dem zweiten Fuß. Wenn ihr keine genau passende Öse habt, dann könnt ihr die Öse in der lockeren Teil befestigen. Haben wir das gemacht? Sieht das Ganze so aus.